Guten Morgen aus Miami. Wenn man hier irgendwie so Real Talk Videos dreht, dann kommt man sich immer so vor, als ob man jetzt irgendein Statement setzt und irgendwas Wichtiges erzählt. So. Aber ich wollte einfach nur über das Thema Drogen reden mit euch. Ich habe eine Straßenumfrage in Köln gemacht. Da habe ich gefragt, ob man Cannabis legalisieren soll. Und da habe ich nochmal so drüber nachgedacht. Und ich habe ja eigentlich über das Thema noch gar nicht so geredet. Aber ich habe auch sehr intensiv Drogen konsumiert, also in Richtung Weed. Das ist auf jeden Fall ein Real Talk Video. Ich kann auch darüber erzählen. Viele Leute werden auch nicht meiner Meinung sein, aus dem einfachen Grund. Man kann die Leute sehr schwer davon überzeugen und sagen, die Droge ist nicht gut, wenn sie die Droge ja konsumieren. Ich habe nämlich auch immer nach Ausreden gesucht und habe immer gesagt, nein, die Droge, die ich nehme, die ist gut. Also Weed ist gut und das und das und das. Ich bin kein Experte, ich bin kein Professor oder sonst was. Ich erzähle nur aus meiner Erfahrung und ich wollte mal drüber sprechen, weil ihr gesagt habt, dreht ruhig mal darüber. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen auch mal bewegen, vielleicht auch aufzuhören mit den Sachen oder vielleicht auch erst gar nicht anfangen zu konsumieren. Ja, um es mal ganz klar zu sagen, ich habe über das Thema öffentlich so noch gar nicht geredet. Vor allem in der Zeit, wo ich es genommen habe, wollte ich ja auch irgendwie, also wo ich Weed geraucht habe, es geht hauptsächlich um Weed, wollte ich natürlich nicht irgendwie sagen, ja, ich bin am Kiffen und das und das. Und ja, man als Kiffer so manchmal so ein bisschen irgendwie dargestellt wird, als ob man irgendwie den ganzen Tag lazy ist oder irgendwie nicht klarkommt und so, okay, du nimmst Drogen. 2016 habe ich aufgehört mit Alkohol im Januar. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufgehört habe mit Weed zu konsumieren, aber ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre später erst aufgehört mit Weed, kein Gras mehr zu rauchen, weil ich noch der Meinung war, dass es mir gut tut. Ich konsumiere auch keine chemischen Drogen, weil es vielleicht auch oftmals die Leute denken, dass ich irgendwie auf Chemie bin und der denkt so, hä, wie kann der Typ so unterwegs sein, wenn er die ganze Zeit irgendwie keine Drogen nimmt? Das denken viele, aber das Ding ist halt einfach, ich kann das nur aus meiner Sichtweise erklären, ich habe oft den Eindruck, dass den Leuten unterstellt wird, wenn die irgendwie gut drauf sind oder viel Energie haben, dass die irgendwelche Drogen konsumieren. Ist bei mir auf jeden Fall nicht so. Ich bin auf jeden Fall drogenfrei. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich halt oft noch Koffein trinke und dass ich, also Kaffee etc. pp. Und Zucker. Ne? Zucker ist ja natürlich auch eine Droge. Das ist halt einfach auch oft unterschätzt. Wenn ich zum Beispiel mal eine Woche oder sowas wenig Zucker gegessen habe, dann Zucker nehme, boah, dann ist es ein Flash, ne? Und da sollte man auch aufpassen. Man sollte das alles in Maßen machen. Aber naja, also das ist so ungefähr. Du musst dir vorstellen, du bist bei einer Droge hier so, ne? Dann pusht dich zum Beispiel jetzt eine Droge nach oben, macht dich so ja diesen Peak, ne? Woo! Zum Beispiel, wenn du irgendwelche chemischen Drogen zu dir nimmst, dann bist du hier. Dann hol dich aber ganz schnell wieder runter, diese Droge, und dann kommt dieser Entzugzustand und deswegen möchtest du die Droge wieder konsumieren. Also brauchst du diese Drogen wieder, um dahin zu kommen, wo du dich so gut gefühlt hast. Und das ist dann immer wie so eine Achterbahnfahrt. Wenn du aber diese ganzen Sachen nicht brauchst oder das nicht nimmst, bist du ständig in einer geraden Linie sozusagen. Ne? Und der Peak kann natürlich auch noch öfters höher gehen. Aber du hast nicht diesen Zustand, dass du noch so komplett wieder nach einknickst und denkst so, boah krass, ich brauche jetzt das Zeug wieder. So, ne? Das musste ich aber spät erst kapieren. Ich habe auch am Anfang meiner Kindheit so auch gar nicht so viel mit Drogen zu tun gehabt oder sonst was. Ich komme aus dem Osten, ich habe viel Alkohol konsumiert. Bei uns ist Alkohol irgendwie gang und gäbe. Das wird überall genutzt. Fast jeden Tag wird auch Bier gesoffen oder sonst was bei einigen. Das ist normal. Für mich war es dann auch irgendwann normal, sich jedes Wochenende zu besaufen, auch immer in der Woche zu saufen, und ich konnte keine Party irgendwie ohne Alkohol machen. Und ja, mich hat es halt einfach ständig aufgeschwemmt. Ich habe richtig krass getrunken, richtig viel getrunken. Auch wo ich dann noch nach Köln gezogen bin, die erste Zeit, habe ich noch richtig oft viel konsumiert. Und dann habe ich dann irgendwann mal mit Jungs gechillt bei mir in der Heimat, und dann haben wir, das nennt man bei uns Shit. Das ist nicht die Weedpflanze. Das ist, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, Shit ist irgendwie der Rest, der dann zusammengepresst wird. Und das ist dann so das Überbleibsel von einer Marihuana-Pflanze. Und das ist halt auf jeden Fall wesentlich billiger gewesen. Ich glaube, fürs Gramm hat man da 5 Euro gezahlt. Und da habe ich zum ersten Mal Shit geraucht. Ja. Und das hat durch einen Eimer noch schön. Hat man so, hat sich einen Eimer hingestellt, hat man oben so eine Alufolie drüber gemacht, ne. Dann hat man das reingelegt, unten hat aufgeschnitten die Flasche, runtergegangen in den Eimer, und dann hat man das so hochgezogen und dann kam der Rauch mit rein. Und das hat mich so weggedrückt. Meine erste Erfahrung mit in dieser Richtung von Marihuana oder Shit war, dass ich dann irgendwie gelähmt war. Ich konnte nicht mehr richtig reden. Mein ganzer Zustand war so richtig durcheinander. Ein Kollege von mir hat sich eine Pizza von mir genommen und ich so wollte sagen, nein, lass meine Pizza in Ruhe, ich konnte nichts machen. Die erste Zeit war ich komplett gelähmt. Das hat Marihuana mit mir gemacht, also ja, oder Shit besser gesagt, ne? Das gehört ja auch dazu, dass ich mich gelähmt gefühlt habe und irgendwie so komplett übersteuert war und damit nicht erstmal zurechtkam. So hat mein Körper darauf reagiert. Dann habe ich das nochmal in Hamburg gemacht, dann haben wir Hotbox gemacht und sowas, und dann hatte ich die ganze Zeit auch irgendwie so Ticks so und habe hab halt komische Sprache gehabt, irgendwie habe irgendwie komisch geredet oder sonst was. Ich konnte meinen Körper nicht mehr so krass kontrollieren und musste natürlich auch hatte auch oft Lachflash, ne? Oft ist man hat man Gras konsumiert oder Shit so, um diesen Effekt zu haben, dass man halt einen Lachflash hat. Hatte ich auch am Anfang, ne? Wenn man eine Droge konsumiert, hat man am Anfang den übelsten Lachflash. Das war richtig geil gewesen, ne? Und dann bin ich dann irgendwann also habe ich das so am Anfang konsumiert, aber nicht so stark. Dann habe ich angefangen bei X-Diaries zu drehen. Dort habe ich dann immer noch halt auch hauptsächlich halt viel Alkohol konsumiert. Dann waren da die Dreharbeiten und da muss ich ehrlich
ich gestehen, dass ich dann oft nach den Dreharbeiten noch feiern war oder teilweise halt einfach bis morgens durchgefeiert habe, auch teilweise so angetrunken am Set war, weil ich halt einfach dann halt einfach auch diesen Alkohol oft konsumiert habe. Für mich war halt einfach immer unterwegs zu sein, feiern mit Alkohol verbunden. Bei mir ging nicht ohne. Und dann bin ich nach Köln gezogen und dann gab es mal eine Situation, wo ich Berlin gedreht habe und dann habe ich mich in Matrix komplett daneben benommen. Diese Geschichte ist wirklich, also ich hatte, glaube ich, durch diesen Aufmerksamkeitsschub, durch X-Diaries und dass ich dann in Berlin in Matrix gechillt habe und wir gedreht haben, so ein Crossover gedreht haben mit Berlin Tag und Nacht, dass ich dann in den VIP-Bereich war von den Berlinern, den übelsten Höhenflug hatte. So. Ich war wirklich unterwegs durch Alkohol. Durch den Alkohol habe ich fast meine Chance vermasselt, weil ich erkläre ich gleich, dass ich eventuell meine Rolle nicht bekommen habe, ja. Ich stand dann im VIP-Bereich zu den Berlinern und habe gesagt, ey, ich habe mich gefühlt wie der Größte, so, ja, wir sind eh besser als ihr. Da unten standen dann so Frauen, so, die habe ich dann nach oben geholt, weil ich war im VIP-Bereich, habe mich einfach bei den Flaschen bedient, so den absoluten Höhenflug irgendwie auch und irgendwie dann auch noch betrunken dazu. Dann stand da so ein Freund mit einer Freundin, das war keine coole Aktion von mir, habe ich die hochgeholt, bin mit der hinter die Gardine gegangen, habe mit der rumgemacht, habe die wieder runtergeschickt zu ihren Freund, so, das ist Real Talk, ne, und habe mir danach auch gedacht, was hast du gemacht, so, und habe mich da wirklich wieder wie so eine, wie so man sagt in Deutschland, wie so eine offene Hose benommen. Das war dann so gewesen, dass ich dann noch ein Mädchen mit ins Hotelzimmer genommen habe, wo wir alle waren, und du bist dann mit Regisseur, Kameramann und allem drum und dran, war das ja ein großes Projekt, da zu drehen, und dann habe ich dann mit der Frau geschlafen, das wurde dann auch noch teilweise gefilmt und so eine Sachen, und dann haben das halt die Produktion mitbekommen, und dann habe ich erstmal natürlich über Weihnachten komplett schlechtes Gewissen gehabt, und dann im neuen Jahr dachte ich so, dass die dann sagen, ja Danny, du hast dich halt so benommen, wir können nicht wieder zusammenarbeiten, das war irgendwie nicht geil, weil wir hatten viel Wert auf diese Produktion gelegt. Und dann hatte ich aber die Chance bekommen und alles war gut, weil ich halt vor der Kamera das gut gemacht habe, meinen Job. Und ja, deswegen habe ich dann auch gedacht, guck mal, fast durch Alkohol hätte ich die Rolle nicht bekommen. Ja, weil man sich halt einfach so daneben benimmt, was Alkohol mit einem macht. Ich hatte auch oft Filmrisse, ne? Schon mal einen Grund halt einfach, um besser, warum ich jetzt auch aktuell keinen Alkohol trinke, weil ich es halt einfach wohl nicht vertragen habe, weil ich halt immer übersteuert war, emotional geworden bin und Filmrisse hatte ständig, ne? Und mir oft auch mit vielen Sachen auch schon vorher versaut habe dadurch, so. Das ist halt einfach so ein Fakt, ne? Das macht halt Alkohol mit den Leuten, so, dass die halt einfach dann nicht mehr realisieren, was sie auch teilweise machen. Waren auch ein paar andere Dinge, die ich dann gemacht habe bei Köln, so mit Alkohol, auch mal betrunken dann im Club gelegen. Meine Rolle ist ja eh crazy angelegt gewesen, von daher ging es ja klar, dann dachten sie, ach der Kevin so. In Köln ist es so, dort gibt es viele Kiffer. Ich hatte dann immer so einen Kollegen, der mir dann immer so das Gras verkauft hat. Dann habe ich dann fast tagtäglich dann irgendwann angefangen zu kiffen, mir immer Gras geholt, so 50 Euro die Woche oder auch mehr, keine Ahnung. Ich habe das alles verraucht, auch allein oder keine Ahnung. Was ich dann auch immer noch gemacht habe, ist dann auch Specials draus. Dass ich mir dann Aktivkohlefilter gekauft habe, dass ich dann irgendwann auch Tabak mit den Marihuana nicht mehr gestreckt habe sozusagen, weil der Effekt war halt einfach nicht so gut. Wenn du halt einfach Marihuana mit Tabak mischt, dann wirst du eher so ein bisschen so stoned. Und wenn du dann aber das pur rauchst sozusagen, oder mit Knaster war das, Knaster ist dann auch nochmal so wie Gras, nur die weibliche Pflanze hat THC. Die männliche hat kein THC und die kannst du dann einfach zum Strecken nehmen. Das habe ich dann gemacht, also mit Knaster, Marihuana und Aktivkohlefilter. Und dann habe ich mir die Tüten immer nacheinander gebaut. So, ne? Ich habe auf der Arbeit war ich jetzt nicht bekifft, weil ich dachte so, okay, das kannst du nicht bringen, Digga. Aber danach ein Feierabend war immer der erste Gedanke, oh geil, eine Tüte gleich rauchen. Hab nicht viel gemacht, klar, ab und zu Sport und so. Hab teilweise oft auf der Couch gelegen, hab gechillt, hab nicht viel gemacht. Hatte natürlich auch oft Fresskicks und dieser Anfangsmoment von Marihuana, dass du so und crazy wirst und lachst und sowas und dieser Effekt, ne, ist wie bei jeder Droge, ne. Wenn du dich dran erinnerst, wenn du Zigaretten rauchst, dann hustest du. Und das ist ganz stark so, aber irgendwann gewöhnt sich der Körper dran und irgendwann ist der Effekt nicht mehr so krass da. Zu Tabak habe ich eine ganz klare Meinung. Wer raucht, ist selbst schuld so, also wirklich, versucht davon wegzukommen. Das ist somit das Schlimmste, was man machen kann. Selbst die krassesten Leute, die Drogen nehmen, die sagen halt einfach, dass wenn du rauchst oder auch Alkohol trinkst, das ist sehr schlimm so, weißt du? Also so, wenn du die Chance hast und den Willen so hast, versuch wegzukommen von Rauchen. Es ist erstens und komplett für mich unattraktiv. Du stinkst aus dem Maul, du ziehst dir da irgendwie Zigaretten rein, gehst ständig auch aus Gesprächen raus, weil du den Verlangen nach Kippe hast, so dieses, oh, ich muss jetzt einen rauchen oder sonst was. Was ist der Mehrwert davon? Was bringt dir das denn, wenn du die ganze Zeit einfach rauchst? Es ist gesundheitsschädigend hoch 10, da sind so viele verschiedene Giftstoffe drin. Also, ich kann euch ganz klar sagen, hört mit den Rauchen auf. Ihr gefährdet eure Gesundheit. Ihr denkt vielleicht, es ist cool oder sonst was. Nein, Rauchen ist meiner Meinung nach nicht cool. Es ist eher, ja,
überdenkt das einfach nochmal. Das ist meine Meinung zu dem Thema Rauchen auf jeden Fall schon mal, Zigaretten. Dann habe ich irgendwann auch Bon geraucht, dann habe ich irgendwann weiter halt mein Weed konsumiert und das war für mich normal. Ich bin dann auch irgendwann immer mit 3 Joints auch in die Clubs gegangen, habe dann immer so gesmoked, war dann so dicht, habe dann so ein bisschen so getanzt, so war lazy. Die Typen haben mich manchmal komisch angeguckt, weil ich in meinem Film war. Mir war in dem Moment alles egal, ich war gechillt, ich habe meine Tüte geraucht. Kiffen war gang und gäbe auf jeden Fall bei mir. Was ich auch sehr geil fand, das ist jetzt einfach so natürlich auch eine Sache, kann man ja mal probieren, aber wenn man zum Beispiel gekifft hat und dann mit einer Frau auch noch gekifft hat, ne, und dann Sex hat, boah, es ist schon ein sehr, sehr, sehr intensives Gefühl. Wenn du zum Beispiel alleine kiffst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und dann sind Leute klar im Kopf, das ist auch meistens bei mir der Fall jetzt, aber weil ich jetzt, das war meistens bei mir so, weil ich klar bin, wirken Leute in meiner Umgebung, wenn die Alkohol konsumieren oder andere Sachen, sehr nervös. Weil, wenn du das rauchst, dann merkst du, dass du vielleicht auch gar nicht gerade du bist so, und was die Droge mit dir macht. Irgendwann hast du so Gesichtskörmers oder sonst was und dann bist du so ein bisschen paranoid. Und dann wirst du so ein bisschen unsicher so in der Gegenwart von Leuten, die normal sind. Weil was denken die jetzt? Du überdenkst alles, wenn du rauchst. Was denken das? Wo das denn das? Du überdenkst alles, wenn du Weed rauchst, überdenkst du alles. Du bist so in Gedanken. Du denkst richtig tiefgründig über Dinge nach, wo du gar nicht so drüber nachdenkst. Deswegen sagt man es ja auch, das wird oft genutzt wegen Kreativität. Und dass du halt einfach dann mehr schreiben kannst, dich mehr konzentrieren kannst. Aber die Leute denken, wenn die diese Droge nutzen, dass du das halt einfach hast. Dabei verstehen sie nicht, die meisten Leute, wenn du klar bist, dass du noch mehr Möglichkeiten hast, kreativ zu sein, weil du noch klarer bist. Du bist halt einfach nur konzentrierter auf eine Sache, aber du bist meistens langsamer. Meistens wirst du durch die Droge einfach langsamer. Ich habe Dinge vielleicht auch viel langsamer gemacht, viel langsamer gehandelt. Alles ist so an dir vorbeigezogen, die Zeit. Ich kann mich an manche Dinge fast gar nicht mehr erinnern. So. Also deswegen auch da mein Pro-Argument, wenn du klar bist, hast du das viel mehr. Du unterschätzt deinen Körper. Dein Körper ist sehr klar und er kann auch viel ab und er kann auch viel einstecken. Aber du kannst noch mehr erreichen, wenn du klar bist, meiner Meinung nach. Und dann wird die Droge oft auch um diesen kreativen Bereich halt irgendwie auch genutzt, so, um halt einfach irgendwie dann seine Musik zu machen oder sonst was. So. Auf jeden Fall beim Sex ist dann so, wenn du jetzt zum Beispiel dann auch so intensiv bist beim Sex und so bekifft bist so, und die andere Person nicht, ist es nicht so geil, weil du denkst, so, was denken die jetzt gerade von mir, weißt du? Weil dieses Paranoide wieder durchkommt. Wenn aber beide gesmoked haben, ist es so intensiv, ist es so ein... So ein schöner Moment, das ist so schöner Sex, so. Das ist so wirklich das, wo ich sage, ja, das ist cool. Aber auch diesen Moment kann man, wenn man irgendwie klar ist, auch für sich dann irgendwie auch nochmal widerrufen. Und diese Unsicherheit kannst du ja selbst von dir wegnehmen, indem du halt einfach dann auch die Gedanken nicht mehr hast. Dass, wenn du klar bist, kannst du es ja trotzdem steuern. Nur wenn du Alkohol oder Weed konsumierst, dann ist dir vieles mehr egal. Und dann denken die, Danny, wie kannst du feiern oder wie kannst du tanzen, wenn andere Leute um mich drumherum sind? Die meisten Leute, die im normalen Alltag sind, die meist auch schüchtern sind, die lockern erst auf, wenn die Alkohol getrunken haben oder wenn die gekifft haben oder irgendwie Drogen konsumiert haben. Weil sie dann nicht mehr nachdenken und sich irgendwie nicht mehr beobachtet fühlen und irgendwie dann denken so, ja, alles ist cool. Aber das ist nur, weil sie diese Droge nehmen. Und am Anfang war es für mich auch komisch, klar, in den Club zu gehen und dann irgendwie da zu tanzen. Was denken die Leute so? Das ist ja immer dieser Punkt. Aber wenn du wirklich Selbstbewusstsein hast, was du dir aufbauen kannst, ist es auch egal, was andere Leute denken. Dazu brauchst du keine Droge, um das zu erreichen. Oder andere sagen, boah, ich bin voll aufgeregt, ich muss erstmal jetzt was trinken, damit ich klarkomme, damit ich nicht mehr so nervös bin. Nein, das kannst du auch alles ohne diese Droge. Du musst nur mit deinem Kopf arbeiten. Was juckt dich denn? Du musst dich darauf konzentrieren, nicht mehr den Fokus auf andere zu haben, was sie denken, sondern auf dich und einfach dein Ding machen. Dann hast du diesen selben Effekt wie wenn du Alkohol trinkst, bloß dass du halt einfach klar bist und dass du dich irgendwie da nicht schadest oder den Körper schadest. So. Das ist der Unterschied. Und wo ich das kapiert habe, dann habe ich gemerkt, so krass, man kann viel mehr dazulernen, wenn man klar ist, sich das antrainieren und sich auch zu trauen und auch nicht irgendwie in nervösen Momenten irgendwie eine Kippe rauchen oder sonst was, um irgendwie runterzukommen oder sonst was. Nein, das schaffst du auch alles ohne Droge. Mittlerweile sind es jetzt 6 Jahre, wir haben 2022 und ich muss sagen, ich vermisse Alkohol überhaupt nicht. Am Anfang wurde ich oft gefragt, trink doch was, Danny. Nein, dein Umkreis versucht dich dann immer in diese Ecke zu drücken, trink doch was, komm, du kannst doch was trinken. Nein, da musst du stabil bleiben. Du machst dein Ding. Wenn du das nicht möchtest, dann möchtest du das nicht so. Mach nicht irgendwie aus Gruppenzwang oder in der Schule oder vor allem auch die jüngere Generation irgendwas, nur weil es andere machen. Konzentrier dich auf dich. Möchtest du das oder nicht? Ja, dann habe ich halt einfach irgendwie, habe ich gemerkt, wie die Leute dann auch immer so, dann auch das irgendwie gesagt haben, krass, und dann auch so Komplimente gegeben haben, krass, dass du keinen Alkohol trinkst, dass du das kannst, so, hä, was kann? Im Club zu feiern, unterwegs zu sein, locker zu sein, offen zu Menschen zu sein, das kann doch jeder. Dazu brauchst du doch keinen Alkohol, das ist doch Quatsch. Warum sollst denn du
Alkohol trinken, um nur um das zu können. Für mich war es dann auch oft erschreckend zu sehen, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel auch auf Partys war, was du alles so hörst, wenn die Leute lockerer werden und du klar bist, was du meistens nicht mitbekommst, weil du selbst betrunken bist, was die Leute erzählen, wie sie sich verändern, wie dann auf einmal so auch andere Gesichter zum Tageslicht kommen und so. Also das war dann alles so ein bisschen crazy, wo ich dachte so, okay, so warst du auch, okay, so möchte ich nicht mehr sein. Also deswegen höre ich auch auf zu trinken und trinke auch nicht mehr. Wenn du den Alkohol nicht brauchst, dann trink auch keinen Alkohol. Also Alkohol macht auch deinen Körper kaputt und guck dir doch die Alkoholiker an, wenn die ständig trinken, wie das dann später bei denen ist und sowas so. Und was du dann auch irgendwann für eine Krütze erzählst, du machst deine Gehirnzellen kaputt damit, weißt du? Bevor ich jetzt auf die Weed-Sache komme, wo ich jung war, habe ich mal ein halbes Teil geschmissen. Hat mir auch nicht viel gebracht, weil irgendwie bin ich dann eingeschlafen oder so. Hat es dann nichts genützt. Ich habe dann mal irgendwie noch Pep gezogen, also eigentlich nichts Gutes. Hat dann auch nicht viel gebracht. Und dann habe ich, glaube ich, mal 3 oder 4 Mal gewesen sein, Koks gezogen. Habe ich auch nicht viel gemerkt. Also es war für mich nicht interessant, so chemische Drogen zu nehmen. Ich habe mir gedacht, so probier es mal aus. Ich bin sowieso einer, probieren geht über studieren. Wenn du das, mach das ruhig, deine Erfahrung, aber übertreib's nicht. Komm irgendwann an einen Punkt und sag, ich möchte dann auch vielleicht jetzt die Klarheit. Dein ganzes Leben lang irgendwie alles zu konsumieren, weiß ich nicht, aber probier Sachen aus. You never try, you never know, you know what I mean? Ich habe die Sachen ausprobiert und habe gemerkt, ja, ist für mich nichts, aber ich würde da aufpassen. Vielleicht auch erst gar nicht so, manche haben ein ganz anderes Suchtverhalten und auf einmal feiern sie die Drogen und dann bist du abhängig und es geht echt ins Geld. Und wir leben hier in Amerika, die meiste Kriminalität auch so auf der Welt, die passiert durch Drogen halt einfach, ne? Wenn du halt irgendwie da reingerätst in diese Kreise, deine Drogen nicht mehr bezahlen kannst. Menschen bringen dafür andere Menschen um, nur weil sie vielleicht auch ihre Drogen nicht zahlen konnten oder weil sie gerade im Moment irgendwie drauf sind oder durcheinander sind oder irgendwie vielleicht das nicht alles checken. Ja, so passiert ja auch die Kriminalität. Die Sachen sind ja teuer und diese Umkreise sind auch strange. Die machen keine Faxen. Also die könnten deine größten Freunde sein im Drogenbereich. Sobald es aber um Geld geht, sind sie keine Freunde mehr. Und da kennt auch keiner irgendwie Spaß oder irgendwie, ja, zahl es irgendwann später. Nein, wenn es um sowas geht, nein. Das heißt ja bewusstseinserweiternd. Oft nehmen die Leute auch die Drogen, um ihr Bewusstsein irgendwie zu erweitern. Kann ja auch alles schön und gut sein. Aber da auch das schaffst du ohne Drogen, wenn du dein Gehirn benutzt. Wenn du da wirklich dran arbeitest und durch Meditation und durch andere Dinge kannst du auch viel mehr dein Bewusstsein auch erweitern. Ne? Da brauchst du auch keine Drogen für. Weil letztendlich sind diese Leute dann ab einem gewissen Punkt, wenn die es zu viel machen, irgendwann verscheppert oder sehen alt aus oder haben sich runtergerockt oder sehen durch aus. Möchte man das? Möchte man seinen Körper so gefährden oder runterrocken? Guckt euch die Leute an, wie sie aussahen vorher und wo sie dann Crystal genommen haben und sowas. Ne? Und manche Leute übertreiben es dann und nehmen immer härtere Drogen, Pferdebetäubungsmittel oder sonst was oder Heroin. Ja, und es wird immer noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Da sollte man aufpassen. Und das ist bei jeder Sache so. Wenn du eine Sucht, wenn du eine gewisse Sucht hast oder sonst was, bis zu einem gewissen Punkt und nicht weiter, übertreib's nicht. Alles in Maßen, nicht in Massen, ne? Das ist halt auch so bei mir gewesen mit Alkohol. Ich hätte auch trinken können, aber ich habe es dann immer übertrieben. Aber ich möchte halt einfach komplett von den Sachen weg, weil ich bin ein extremer Mensch. Entweder oder. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich mich dann entschieden, kein Alkohol mehr. Und dann, nachdem ich aufgehört habe mit Alkohol, habe ich dann immer noch weiter geraucht, weil ich immer der Meinung war so, ja, wenn ich Weed rauche, ist gut gegen Krebs, hilft ein, hat Heilungswirkung, heilt, ist gut fürs Mindset, so. Aber in Wirklichkeit, naja, wenn ich jetzt so das betrachte, war ich halt einfach oft auch einfach irgendwie, glaube ich, so verscheppert. Aber wenn ich jetzt wirklich, wirklich drüber nachdenke, war ich eigentlich ein ganz anderer Mensch, so. Ich habe auch kaum noch eine Meinung akzeptiert, wenn du mir gesagt hast, hör auf mit Marihuana rauchen, nein. Ich war direkt so, nein, das ist gut, diese Droge ist gut. Ich war dann sehr forsch, so, weißt du. Und das wirst du wahrscheinlich auch merken, wenn du einem Freund sagst, hör auf mit Rauchen. Nein, warum? Lass mich doch. Ich will ja leben und lassen. Warum konsumierst du? Ja, warum konsumiere ich so? Die sind dann sehr, so, wie so, was willst du jetzt von mir? Warum fragst du solche Sachen? Ich nehme die Drogen, weil sie mir gut tun. Ja, das ist so und so. Die wirken da sehr allergisch drauf. Also dann Freunde wirklich wegzubringen von den Drogen, ist schon schwierig. Das müssen die Leute. Du kannst auf die einen reden, wie du magst, aber ein Mensch muss selbst die Entscheidung treffen, aufzuhören. Du kannst wirklich den tagtäglich sagen, mach das nicht, die machen es trotzdem. Wenn die möchten, dann machen die. Es ist egal, ob was du denen sagst. So, wenn ein Mensch was möchte, egal wie, der kann es auch, ob er dir treu ist oder sonst was oder keine Ahnung, der Mensch macht es einfach. Und ich habe das mitbekommen, ich habe so oft auf Freunde eingeredet und das und das, dass ich es nicht machen soll, sie machen es weiter. Es ist denen egal, deine Meinung ist denen egal, die sind in ihrer Sachen drin, es ist die Sucht und die brauchen die Sachen. Und so war es auch bei mir gewesen. Wenn einer was dagegen gesprochen hat, da habe ich gesagt, so, ja, aber das und das und so und so und so. Oft sehr, sehr, sehr aggressiv reagiert drauf. Ne? Und nein, die Drogen tun mir gut, du hast keine Ahnung und so, die ganzen Sachen. Also wirklich, in meiner Meinung war ich sehr, sehr, sehr stur. Und habe auch kaum eine andere Meinung zugelassen. Ja,
Mit einem Freund habe ich dann wirklich intensiv über das Thema geredet und er ist wirklich dran geblieben. Er hat mich immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht, immer wieder aufmerksam und aufmerksam und weiter und weiter und weiter. Und er war aber auch selbst in diesem Struggle, er hat selbst diese Sachen genommen. Und wir beide waren dann einfach so, dass wir eigentlich von der Droge weg wollten. Bei mir war es immer noch gewesen, dass ich der Meinung war, es tut gut. Und irgendwann ist er mir so sehr auf den Sack gegangen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wenn du meinst, weil er dann so mit mir gespielt hat, weil er gesagt hat, du bist so abhängig von dieser Droge, du wirst eh nicht davon wegkommen. Und ich war der Meinung, Digga, ich kann, wenn ich möchte, sofort aufhören. Das sind immer die Sprüche, ich kann sofort aufhören. Ich rauche, aber ich kann sofort aufhören. Ja, ich mache das und das, aber ich kann sofort aufhören. Und ich dann so, ist durchgezogen. Und dann habe ich 2 Wochen durchgezogen. Ich habe schon ein paar Mal versucht aufzuhören. Aber du brauchst öfters mehrere Versuche manchmal, aber auch aufzuhören. Der Entzug ist krass, weil du halt einfach sehr oft aggressiv reagierst, du wirst sehr emotional, du fängst auf einmal auch an zu weinen, du schreist rum so, du wirst so richtig wütend manchmal, ne? Also der Entzug ist somit das Krasseste. Und man denkt immer so, ja, 2 Wochen mal nicht mehr das und konsumieren oder Alkohol, das und das, dann bist du ready. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bin kein Experte, braucht der Körper noch viel länger, einen viel längeren Regenerationsprozess, oder vielleicht auch meiner Meinung nach ein Jahr oder auch länger, um wirklich dann zu sagen, ich bin jetzt clean. Weil du hast ja deinen Körper über Jahre geschädigt. Das muss ich erstmal alles wieder so aufbauen und ordnen und dein Bewusstsein und sowas. Das wird ja auch alles anders, weil dein Körper auf einmal nicht mehr diese Drogen bekommt, ne? Diese 2 Wochen, wo ich dann auch aufgehört habe, boah, ich war so aggressiv unterwegs und da und das und hier und bla. Ich habe auch oft daran gedacht, so, wie geil wäre es jetzt, eine Tüte zu rauchen oder sonst was. Also Entzug ist schon krass. Ja, aber in den 2 Wochen habe ich mir dann wirklich intensiv Gedanken gemacht und dachte so, ist es wirklich gut? Sind wir mal ehrlich, eine Marihuana-Pflanze, wenn die selbst pflanzt, okay, alles klar. Dann hast du selbst gepflanzt, du weißt, was dran ist, ne? Aber Leute, sich von irgendeinem Dealer da an der Ecke so Weed zu kaufen, so, wo dann vielleicht auch das gestreckt ist, wo die noch irgendwie diese chemischen Drogen mit dran machen, um es zu strecken, oder Haarspray dran machen. Und ich hatte wirklich mal, ich saß mal zu Hause, hatte Herzflattern, hab dann Krankenwagen gerufen und so und war voll dicht. Und dann kamen dann die Ärzte rein und so, ja, was los? Ich so, ja, ich hab Herzflattern. Nee, Herr Liedke, alles gut. Es lag auch einfach daran, wenn die Sachen gestreckt sind, dass dann irgendwas anderes bei dir reinknallt. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn man es legalisieren möchte und Leute rauchen möchte, dann kannst du wenigstens in den Shop gehen und die Leute wissen, was sie für Gras bekommen. Gutes Zeug. Und du bekommst nicht irgendwie Zeug auf der Straße, wo dich dann einfach irgendwie abzieht oder sonst was, und weil er streckt hat, um es zu verkaufen, um mehr Geld zu machen. Und das ist nicht geil, weißt du? Also du brauchst auch wirklich, wenn du es schon machst, einen guten Dealer oder du baust es dir einfach selbst an. Viele, die jetzt wahrscheinlich auch selbst kiffen, werden nicht der Meinung sein, aber ich bin der Meinung, dass Marihuana dich irgendwie in vielen Prozessen irgendwie auch verlangsamt. Warum wird am Tag zum Beispiel ein Mensch morgens, vielleicht kennt ihr das, auf der Arbeit ist er noch gut gelaunt oder am Tag, und abends dann hin so, wenn er dann zum Feierabend geht, werden die immer ungemütlicher, unruhiger und sonst was. Wenn die dann auf Arbeit keine Drogen konsumieren können zum Beispiel oder keinen Weed rauchen können, dann merkst du, dass sie nach Hause wollen und eine Tüte zu rauchen. Die haben im Kopf nur die Tüte, nur, oh ja, das und das, die brauchen das, um wieder ein bisschen klarzukommen. Das meine ich, aber diesen aggressiv werden, wenn du halt einfach diese Droge nicht hast und sowas, dass du nervös wirst, unruhig wirst und sowas. Und das ist halt einfach, weil der Konsum da ist, das ist die Sucht nachher. Wenn du das alles nicht hast, dann kannst du den ganzen Tag gut drauf sein. Wenn du klar bist, kannst du den ganzen Tag gut drauf sein. Du musst nicht irgendwie dann irgendwie dran denken, oh, nachher, wenn ich zu Hause bin, erstmal das und das. Nein, du bist den ganzen Tag klar, du hast auch meistens dauerhaft dann auch so wie so eine Linie, die sich durchzieht, gute Laune. Ich habe dann gemerkt, dass ich auch lockerer geworden bin, ruhiger geworden bin, meine Meinung nicht mehr so stark war, wo ich aufgehört habe, ich mehr Sachen zugelassen habe, ich mehr Sachen objektiver gesehen habe, ich mehr dazugelernt habe, auch nochmal von anderen Blickwinkeln. Also ich habe mir viel mehr Sachen auch zugelassen, um dann auch irgendwie, das war das Schöne zu sehen, wie sich insgesamt auch nach Alkohol oder nach Weed, wo ich damit aufgehört habe, wie sich so alles so entspannt hat, wie ich ruhiger geworden bin, wo ich auch einfach gefühlt die Dinge anders betrachtet habe, aus einer anderen Sichtweise, und ich auch einfach nicht mehr diese Emotionalitäten hatte, die ja einfach so unausgeglichen waren, dass ich mal so war und mal so, oder ruhiger geworden, ich konnte mit Situationen besser umgehen. Es hat sich einfach letztendlich jetzt, egal was ich sage, alles verbessert, wo ich aufgehört habe. Es ist ein viel schöneres Gefühl, wenn du einfach klar bist und nicht mehr diesen Peak hast, was ich am Anfang gesagt habe, diese Achterbahnfahrt. Wenn ich Droge, jetzt bin ich hier, jetzt brauche ich sie wieder, und dieser Konsum. Also, das sind so meine Erfahrungen über die Sache. Ich finde, man braucht keine Drogen, um irgendwie was besser zu machen oder sonst was. Ich finde halt einfach im Großen und Ganzen, ob es Alkohol ist, ob es Marihuana ist oder andere chemische Drogen oder sonst was,
all die Sachen sind nicht gut für den Körper letztendlich so. Und klar können Leute sagen, dass die halt einfach dann irgendwie vielleicht Rheuma haben oder andere Sachen und dann halt einfach irgendwie eine Weed-Therapie machen oder dass es auch gegen Krebs helfen kann. Ja, natürlich sind das auch viele Sachen so, ne, die man auch machen kann. Aber seid ihr auch nicht der Meinung, dass man, wenn man sich richtig gut ernährt, wirklich gute Vitamine zu sich nimmt, gutes Essen hat, nicht konsumiert, nichts, gar nichts macht und wirklich auch einfach klar ist, Wasser trinkt und so, einfach wirklich gute Sachen zu sich nimmt, meint ihr nicht, dass es besser ist? Oder zum Beispiel bei Neurodermitis und sowas, dass die Leute sich kratzen und so, ist auch oft stressbedingt. Und wenn die dann zum Beispiel Marihuana rauchen, dann werden sie lockerer. Neurodermitis kommt meiner Meinung nach oft dadurch, dass die Leute halt einfach gestresst sind. Und seid ihr nicht auch der Meinung, dass dein Kopf, wenn du dann einfach auch keine Drogen nimmst, dass du dann einfach auch wirklich mit deinem Kopf arbeitest, meditierst und sowas, ruhiger wirst und auch dann einfach mal chillst und dann nicht so viel Stresspegel nach oben hältst? Meint ihr nicht, dass das auch alles möglich ist ohne Droge? Und wenn ihr euch wirklich gut ernährt, meint ihr, dass es wirklich wichtig ist, sich zu besaufen, damit man lockerer wird und das und das und das machen kann, dass man raucht, um irgendwie dann einen Heilungsprozess zu erwarten oder das und das und das und das. Ja, ich möchte es jetzt irgendwie nicht alles schlecht reden, aber meint ihr nicht, dass die andere Seite viel, viel stärker ist, der Klarheit, gute Ernährung, gutes Essen, Wasser trinken, Sport machen. Du kannst zum Sport gehen am Sonntag, ja, weil du am Wochenende nicht getrunken hast oder irgendwie bekifft am Sonntag auf der Couch liegst, jetzt muss ich auch nicht mehr gehen. Nein, du kannst viel mehr machen, du bist aktiver, du bist vitaler, meine Meinung. Man sieht es, die Klarheit mehr in deinen Augen, du hast nicht so viele Gedanken oder sonst was, so wie sie auch bei Marihuana hast. So. In der Klarheit kannst du viel mehr schaffen und dann kannst du auch viel mehr mit deinem Kopf arbeiten. Und die Sachen, die du dir erarbeitest, die bleiben besser, du kannst damit besser umgehen. Du kannst sie dann bedienen, wie so eine Bedienung mehr. Wenn du zum Beispiel rauchst, dann bist du dicht, aber dann bist du, manchmal kann man die Sachen nicht bedienen, dann kommen Emotionen so einfach so, einfach so. Aber du kannst sie nicht richtig steuern, weil du ja dann bekifft bist im Moment oder betrunken bist. Aber wenn du halt wirklich klar bist, kannst du viel mehr mit deinem Gehirn und den ganzen Sachen arbeiten, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es für mich so, ich möchte auch weiterhin einfach keinen Alkohol trinken, keine Drogen konsumieren, weil ich merke, wie gut es mir tut. Die Menschen, die ja verballert herumliegen so in meiner Umgebung und merken, boah, Danny, wo hast du die Energie? Lass mich mal schlafen, warum brauchst du wenig Schlaf? Ja, weil mein Körper die Energie bekommt. Ich ziehe sie nicht, indem ich mich damit runterdrücke, erstmal so, ich bin voll gewesen, oh, der Alkohol, oh, boah, voll bekifft, oh, was geht, ey, erstmal klarkommen. Der Körper braucht die Zeit, um sich zu regenerieren, um dann erst aktiv zu werden. Und ich brauche da nicht irgendwie so einen Boost oder sonst was. Auch mit ich bin ein Dulli, wenn ich Energy-Drinks trinke, weil das ist derselbe Effekt als mit der Droge oder Kaffee. Lass das. Eine Tasse Kaffee, okay, aber diese Energy-Drinks, um sich zu pushen? Nein, wenn du die nicht hast, push dich deinen Körper selbst. Es gibt genug natürliche Sachen, um sich zu pushen auch. Vertraut auf das Natürliche. Ja, eine Marihuana-Pflanze ist auch natürlich, aber ich rede von den Sachen, von den Kiddies so, die an der Ecke irgendwas rauchen und dann abhängig werden und so und nachher sich auch selbst schädigen. Jeder kann selbst entscheiden. Alles in Maßen, nicht in Massen. Aber ich bin der Meinung, dass wir alle insgesamt viel vitaler und stärker dran sind, wenn wir nicht diese Drogen konsumieren, sondern dass wir auch viel mehr dann mit uns selbst arbeiten können und über gewisse Sachen wie Meditation an die Dinge auch gelangen. Jeder kann jetzt seine Meinung dazu schreiben oder jeder kann denken, was er möchte. Ich freue mich, dass ich halt einfach diesen Schritt gegangen bin. Ich bin drogenfrei. Wie gesagt, Koffein natürlich ist noch am Start. Und ich kann es meiner Community vor allem, auch den Jugendlichen, probiert Dinge im Leben aus. Aber ich sage euch ganz ehrlich, vertraut euren Körper, vertraut der Natur die Dinge, vertraut der guten Ernährung, viel Wasser trinken. Ihr müsst nicht irgendwie euch besaufen, um cool zu sein. Du kannst auch so cool sein. Du kannst auch der Coolste im Club sein, wenn du nicht trinkst. Du bist sogar viel cooler dann im Moment, weil halt einfach die Leute denken, boah krass, wie schafft er das? Und dass du trotzdem Spaß hast, so, weißt du? Du kannst auch ganz schnell in so eine kriminelle Schiene geraten und. Ja. So, und darauf trinke ich jetzt erstmal einen frisch gepressten Juice, Tropical Delight. Macht doch gerne mal eine Saftkur, habe ich auch gemacht. Dann merkt ihr, wie klar ihr werdet, was euer Körper euch Gutes tut. Oder was auch Essen mit einem macht. Das ist aber auch ein anderes Thema. Ich habe mich auf jeden Fall viel mit den ganzen Sachen beschäftigt. Ich würde auch jetzt noch viel länger reden, aber da wird das Video zu lang. Und ich möchte es auch nicht zu lang machen, weil es ist jetzt eh schon zu lang. Am besten bleibt ihr einfach drogenfrei. Vertraut euren Körper, das ist meine Meinung. Fangt erst gar nicht auch mit den Sachen an. Probiert es aus, klar, habe ich auch ausprobiert. Aber ich kann aus den Erfahrungen reden, das ist jetzt meine Erfahrung. Ich bin kein Super-Experte. Ich kann nur einfach aus dem Herzen sprechen. Und ich würde jedem in meiner Umgebung empfehlen, aufhören mit Drogen und vor allem mit Rauchen. Alkohol. Wozu? Manche Menschen werden dadurch so unsympathisch und was sie auch für Dinge machen im Suff und Alkohol. Und Alkohol ist auch keine Ausrede, wenn du deine Freundin betrogen hast. Komisch. Am Tag geht's.
deine Freunde, die große Liebe. Wenn die Männer Alkohol trinken oder die Frauen, dann sind aber auch andere Männer oder andere Frauen noch interessant dann, ja? Dann geht es dann, weil der Alkohol denkt so, ja, dann kommt die Wahrheit ans Licht. So, ja, eigentlich habe ich andere Gedanken. Eigentlich würde ich mal gerne Sex auch mal wieder Sex mit einer anderen Person haben und sowas, ne? Und dann betrügen sie. Und dann Alkohol als Ausrede oder irgendwas, was Schlimmes gemacht, Alkohol als Ausrede, mm-mm. Hört einfach damit auf, bleibt drogenfrei. Ich habe jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung gesprochen, was ich so erlebt habe. Ich sage ganz klar Nein zu den ganzen Sachen, zu jeder Droge da in dieser Art und Weise. Vielleicht schafft es ein oder andere in diesem Video, wenn es nur 10 Leute sind, oder das wäre schon viel, den Weg zu gehen, so wie ich es mache, dass ihr klar bleibt, keinen Alkohol trinkt und trotzdem Spaß im Leben habt und Energie habt, ne? Und lasst euch nicht einreden, ihr seid komisch, nur weil ihr Energie habt oder irgendwie, dass ihr was konsumiert oder sonst was. Die meisten Menschen sind eh nur mit sich unzufrieden. Ja. Das war der Real Talk hier aus Miami. Es ist so beautiful hier. So dankbar hier sein zu dürfen und es ist einfach schön. Also wenn ihr mal die Chance habt, nach Miami zu reisen, hier ist das ganze Jahr ja, Sommer einfach und der Vibe ist einfach schön und es ist einfach eine schöne Kulisse und es macht einfach Spaß, hier zu leben. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin supportet, diesen Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat und auch gerne einen Kommentar schreibt, was ihr darüber denkt. Ja, einfach meinen Channel abonniert gerne, um halt einfach weiter Videos drehen zu dürfen, weil mir macht es auch einfach Spaß. Und wenn ihr euch nochmal das alles angucken wollt, es kommt noch ein Vlog dazu und es gibt natürlich auch auf Instagram Story-Highlights, wo ihr gerne nochmal sehen könnt, wo ich in New York und Miami jetzt war, über Weihnachten und Silvester und ja. Wenn euch dieses Retalk-Video gefallen hat, können wir natürlich auch mal weiter solche Sachen machen. Vielleicht über andere Themen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.